Hallo, willkommen zu Folge 7 meines Factorio Let's Plays zusammen mit Razorplace und eigentlich auch Yannick, aber der ist jetzt gerade offline. Also, ja, machen wir einfach mit Razorplace alleine. Hallo. Razorplace versucht sich gerade eine Solarpanel-Produktion zusammenzubauen. Und ich möchte gerne diese Folge auf jeden Fall mich darum kümmern, dass wir die Military Science Packs basteln, denn Yannick hat das zwar angefangen, aber ich fand, er hat es nicht ganz so schön gemacht, wie man es hätte machen können. Also mache ich es jetzt nochmal vernünftig. Und außerdem seht ihr es dann auch nochmal schön. Keine Ahnung. Ist auch ganz praktisch. Außerdem bin ich gerade dabei, Advanced Oil Processing zu researchen, damit wir so schnell wie möglich unser schweres Öl hier und unseren Light Oil, also Heavy Oil und Light Oil, beides cracken können, runter in das Petroleum Gas, was das Einzige ist, was man wirklich braucht. Gut, Heavy Oil braucht man auch für Lubricant, aber das ist jetzt auch nicht so viel, dass man jetzt nicht einfach auch cracken könnte, wenn man es nicht mehr braucht. Und wir brauchen es halt nicht. Also, yay. In der letzten Folge haben wir die blauen Science Packs hergestellt. Das habe ich noch komplett verpeilt zu sagen. Aber ja, blaue Science Packs in der letzten Folge war auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Gerade die ganzen Engines. Ich habe das jetzt natürlich am Ende nicht mehr ganz so doll gezeigt. Aber ja, eine sehr, sehr wunderschöne Produktion. Kann ich ja nochmal hier gerade so ein bisschen von oben zeigen, falls euch das interessiert, wie man das Ja, sehr nachbauen cool. kann. Und auch hier das übrigens, keine Ahnung, nur mal so nachgezeigt, wie das funktioniert. Ja, also das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Produktion, die mehr oder weniger gut funktioniert, solange man den Plastik genug hat, um sie laufen zu lassen. Und momentan haben wir halt sehr wenig Plastik, weil wir sehr wenig Petroleum Gas haben, weil ich das wiederum ein wenig heruntergesetzt habe von der Menge her, die wir bekommen. Wiederum, weil ich wollte, dass eben die Tanks hier möglichst leer sind, damit wir möglichst effizient die abbauen können, wenn wir dieses andere Zeug bauen, wenn wir die Tanks umbauen, weil die ja nochmal erweitert werden sollen, können, sollen, müssen. Gut, aber erstmal kümmern wir uns um Military Science Packs und ich denke, dafür werde ich wieder einen kleinen Zeitraffer machen.
So, damit haben wir Military Science Packs. Und damit haben wir außerdem unsere zweite Lane theoretisch voll. Denn würde alles so funktionieren, wie es soll, und würden wir gerade Plastik bekommen, würden ja auf dieser Lane hier, also dort, die blauen Science Packs laufen. Und hier laufen ja jetzt die Military Science Packs. Das heißt, jetzt haben wir legit unsere ersten vier wichtigsten Science Packs. Nämlich halt die ersten vier. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Heißt also, wir haben hier die roten, hier die grünen, hier dieses Riesending, die blauen. Und es ist wieder etwas kleinere Teil, die Military Science Packs. Aber die Military Science Packs werden wir wohl auch nicht ganz so viel brauchen. Also die meistgenutzten sind schon die grün, roten und blauen. Das sind schon die meistgenutzten. Also, ja. Und außerdem war Razer natürlich auch noch fleißig. Ich bin ja nicht der Also, Einzige, der bei was tut. Das heißt, ich mache nochmal hier kurz das hier, weil Ordnung und so. Ordnung ist das halbe Leben. Und dann hat Razer natürlich auch noch was gebastelt. Nämlich hier. Also, ja. Und ja, okay. Ist gar nicht so schlecht geworden. Ist doch gar nicht so schlecht geworden. Ja, also jedenfalls hat er nämlich dafür gesorgt, dass wir endlich Solarpanels haben. Automatisch. Und wow, sind die billig. Alter, sind die billig in normal. Gott, ich weiß noch, wie lange ich gebraucht habe, um Solarpanels endlich mal so ungefähr zu automatisieren. Und ja. Alter, sind die jetzt billig. Und ja, jetzt haben wir Solarpanels. Jetzt können wir Solarpanels herstellen. Und du meinst doch irgendwas anderes noch mit Solarpanels, ne? Naja, weil die sind ja viel zu langweilig. Die Ja. Warte, ich muss hier erstmal dran vorbeilaufen. sind halt sehr langweilig, sind sehr klein, nutzieren nichts, sind scheiße, brauchen extrem viel Platz. Aber rangezoomt bleiben, nicht, dass du es jetzt schon siehst. Also, gibt's hier eine Solarfarm. Ja, warum hast du jetzt hier zwischendrin, Das ist das? zum Durchgehen. Ach so, okay. Warum sind die hier so? Zum Die müssen doch schöner nicht. wirken. Das zum Beispiel muss nicht sein. Auch ein bisschen. Oh, ja. Ja, so. Die machen halt mehr als die Frauen da vorne. Und warum hast du jetzt. Ach so. Auch das ist wesentlich sinnvoller, wenn du einfach hier das hinsetzt oder genau da hinten hin. Alter, man kriegt man ja schon fast Angst, ne? Ja, es hat, Okay, was kosten die Mensch. Biosolar Farms denn? Was sind die denn? Also bei Production ist wahrscheinlich das normale Solar Panel. Ach da, Biofarm. 25 Ja. Medium Electric Poles, 400 Concrete und 50 Solar Panels. Alter. Ich hatte Du, ein aber bisschen wenn Glück, das weil ich nur. vorgearbeitet Wenn bin. das nur 3x3 ist, dann ist das doch nur 9 kleine Solarpanels. Also warum braucht man dafür 50 Co. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich Wenn auch. Das Ding gibt. Ach so, deswegen sagt es auch Save Space by condensing your solar panels into a compact unit. Create a lot of power. Genau, weil man 50 kleine Solarpanels auf dem Space von einem 3x3-Feld hat. Und das hier ist halt Komm mit. 3x3 kleine Solarpanels. Ich kann ja mal ganz kurz nur zum Demonstrieren. 3 Stunden später. Da liegen welche. Danke sehr. So, kann ich einmal kurz demonstrieren. Eins, zwei, drei kleine braucht man, um halt dieses eine große zu versorgen, sozusagen. Und dann halt, das weiß, das wäre 3x3, das sind 9 kleine, aber in diesem Space sind halt anscheinend 50 von der Stärke her untergebracht. Und alter Schwede, ist das deswegen hart. Und Concrete kostet nichts und Medium Electric Poles sind jetzt auch nicht so teuer. Das heißt, wir müssen eigentlich die mal ins Autocrafting schmeißen. Wenn du jetzt schon normale Solarpanels hast, kannst du doch auch gleich die noch direkt ins Autocrafting hinterher schmeißen. Ja, aber der kostet ja jetzt viel Kupfer und so. Naja, gut, okay. Aber wir haben. Ja, gut, okay. Ja, mach mal, wie du Eigentlich meinst. brauchen wir nur mehr Speicher gerade. Also ein paar mehr Ja, dafür müssen wir auch eine Akku. bessere Energiespeichermethode haben. Was ich jetzt gerne als nächstes haben möchte, ist erstens, dass du hier bitte diese Holzkiste ausräumst und dann zerschießt. Das fände ich ganz cool, denn nicht jetzt sofort zerschießen, sondern erst ausräumen, dann zerschießen. Und dann werde ich mich in der Zwischenzeit mal kurz darum kümmern, dass ich da oben die Tanks leere. Und 3 Solarpanels außerdem kurz mal wieder in die Kiste zurückpacke, weil ich die nicht brauche. Aber einmal ganz kurz hier aufmachen und wieder zumachen. Und dann möchte ich Ein nämlich Kupferproblem? einmal schnell Folgendes tun. Ich möchte gerne einmal ein paar Chemical Plants haben. Wir brauchen sowieso noch ein paar mehr davon, also es ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt ein paar herstelle. Und ich habe jetzt hier nochmal eine hingestellt, mehr, damit wir noch mehr Plastik produzieren haben, wenn es denn läuft. Aber
Damit es läuft, müssen wir natürlich erst noch ein bisschen was tun. Und zwar wollen wir jetzt, da wir jetzt Advanced Oil Processing fast erforscht haben, damit gleich ein bisschen was anstellen. Und natürlich haben wir es erst fast erforscht. Das heißt, ich muss noch mal einmal Crude Oil bestellen. Was Heißt einmal Trains und bitte einmal du Oil Refinery. Komm mal bitte her. Das geht nämlich übrigens super. Ihr könnt dann hier gucken, wo der Train gerade ist. Und dann stellen wir ihn gleich wieder auf mein Manual zurück. Aber ich möchte ihn halt erstmal hier haben. Und jetzt kommt er da an mit seinem voll, wahrscheinlich komplett vollen. Ja, einmal komplett voll. Stellen wir wieder auf Manual. Dann soll er jetzt noch ein bisschen was sammeln, damit wir genug Plastik haben können, um Advanced Oil Processing fertig zu machen. Denn wenn wir Advanced Oil Processing haben, können wir nämlich dieses ganze Cracking hier machen mit Water und hier auch wieder mit Water, um ein besseres zu bekommen. Und außerdem können wir dann Advanced Oil Processing machen, dass wir Water und Crude Oil zusammenpacken können und mehr aus unserem Crude Oil bekommen. Das sind beides Gründe, warum ich gerne jetzt einmal ja, dieses erforschen würde. Denn das ist eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Research und die würde ich gerne haben. Und Advanced Oil Processing ist einfach das Beste, was es gibt. Und ich frage mich gerade, warum es so noch mehr verschiedene Varianten gibt. Und ich meine, rechts, links, ach so. Ah, okay, damit auch die hier noch unterschiedlich sein können. Ja, das heißt also, ich werde wahrscheinlich das komplette System hier nochmal neu umbauen mit Wasser dabei. Und das aber natürlich auch wieder, nachdem ich kurz einmal einen Cut gemacht habe, bis wir Advanced Oil Processing fertig haben. Denn das dauert noch ein bisschen, bis das Plastik hier fertig ist. So, da sind wir wieder. Und wir haben die Research, wir haben sogar noch ein bisschen mehr als diese Research. Und haben, glaube ich, die Crude Oil Tanks leer. Genau, die sind hier komplett leer schon. Und auch unser Petroleum Gas ist soweit komplett leer. Aber wir wollen natürlich noch mehr davon wieder haben. Und dementsprechend wollen wir das jetzt cracken, was hier jetzt ist. Das heißt, was wir als erstes brauchen, ist ein bisschen Wasser. Und dann machen wir jetzt erstmal eine ganz temporäre Anlage, denn ich werde das sowieso nochmal anders umbauen. Aber für erst einmal wird es ganz temporär, dass ich hier jetzt einfach mal so ein Ding hinschmeiße. So, und dann so eine Chemical Plant hier hinsetzt, so ein paar. Einfach mal so hingeklatscht. Und dann machen wir nämlich Folgendes: Wir sagen, ey, wir wollen das hier und zwar bitte andersrum, nämlich so rum. Ich möchte das Wasser auf der anderen Seite haben. Und dann nochmal so rum, dass Wasser wieder auf der ist, wieder auf der und wieder auf der. So. Und dann können wir nämlich jetzt ganz einfach hier Light Oil reinpumpen und können daraus dann gleich Petroleum Gas machen. Das Petroleum Gas kommt dann wieder hier einfach so lang. Zack. Ganz billig und einfach. Ja, und das machen wir dann auch gleich nochmal für das Heavy Oil. Heißt einmal Heavy Oil brauchen wir von hier. Haben wir überhaupt irgendwo? Da haben wir einen Ausgang. Einen, der glaube ich sogar gelingt ist. Ja, genau so. Soweit. Und auch hier können wir einfach mal so. Ich denke mal, wir bauen das einfach mal so rum. Heißt, wir wollen ja das Wasser sowieso noch mit haben. Keine Ahnung, ob das jetzt überhaupt passt, aber wir wollen ja noch später Wasser mit dabei haben. Das heißt, das hier wird Wasser und das hier wird dann gleich das andere Öl. Vielleicht sollten wir das, oder ich das aber erst noch ein bisschen weiter. Müssen wir die noch auseinanderbauen, noch ein. So, und dann kommt hier nämlich auch wieder Cracking hin. Wasser auf der Seite, Was? Wasser auf der Seite, Wasser auf der Seite und Wasser auf der Seite. Was denn? Da oben bei unserer Nee, Kohle ist was. Entschuldigung. Magst du das um, kurz umbringen? Mann, das ist ja das Einzige, wo wir nichts gebaut haben. Na, setz doch mal Turret hin. Aber ich bin gerade am Kaufen von Sachen, die 8 Minuten dauern zu kaufen. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe einen Turret für dich. Aber ich weiß nicht, ob das hilft. Ich habe keine Muni mehr. Ein Turret, ein Laser-Turret. Ich habe trotzdem keine Muni. Aber ja, Laser töten weiß. Besser, das ist. Ich nehme auch einen mit. Ich glaube, du solltest mit auf den Weg setzen. Boah, die haben ja alles Schrott gemacht. Alter! Schau dir das mal an, die haben alles kaputt gemacht. Setz es doch jetzt nicht einfach irgendwo rein. Razor, lass Was? mal. Ah, so. Ja, genau. Mining Drills kriegst du unten in der Kiste davon, wo die hingehören. Und die Poles wieder da hinstellen, wo sie waren. Die ja da hinstellen, wo sie waren. Das hatte seinen Sinn, wie das vorher stand. Was meinst du, warum das so ist? Hier war noch eine kleine. Die große ist hier noch. Boah, ey. Zerstören jetzt einfach unsere halbe Base.
diese halbe Base, weißt du, die Base, die wir nicht brauchen. Ich hab. Ich glaube, so war das. Hier war auf jeden Fall ein Splitter. Und hier ging Kohle lang. Und oh, ist das hässlich. Ja, das ist halt in diesem normalen Rest so ein bisschen. So, so und das funktioniert doch gar nicht so. Aber anscheinend musste es so funktionieren. Hä? Razor, hast du die ganzen. Du sollst die lilanen Dinger nicht abbauen. Ich hab nichts gemacht. Nein, auf einmal sind die nur alle weg. Okay, egal. Gut, okay, baust du das wieder auf? Ich kann nichts craften. Okay, dann mache ich das kurz auf Camera. So, und jetzt haben wir da oben wieder alles einigermaßen ersetzt und Race hat einen schönen Steinweg gebaut, damit wir doch schnell wieder hinkommen. Und wir haben Laser Turrets aufgestellt, sodass da hoffentlich nicht mehr die Viecher angreifen. So, aber dann wollen wir jetzt hier. Achso, da bekommen wir auch nur das Light Oil raus. Das ist natürlich hässlich. Oh Gott! Ich hab gar nicht mehr drüber nachgedacht. Da muss ich das nochmal so bauen. Dann ist es wieder ein Dauerflüssigkeitssystem. Und jetzt können wir hier noch Wasser anschließen. Und es ist nur temporär, also baue ich jetzt einfach normale Pipes. Und ich kenne Lust auf 3 Millionen Pipe to Grounds jetzt zu craften. Okay. Hä? Warum habe ich schon wieder eine ungerade Anzahl? Hä? Nein, diesmal nicht. Okay, das ergibt gar keinen Sinn. Ich habe doch hier alle zugebaut, oder? Sieht so aus, alle sind verbunden. Also eigentlich. Okay. Hat nie existiert. Okay, dann wollen wir jetzt noch Strom da dran schließen, damit auch alles läuft. Heißt einmal Strom und Strom. Und Strom. Und dann gucken wir, dass wir da irgendwie rankommen. Und es läuft erstmal. Jetzt sollten die alle mit Wasser und Light Oil cracken zu Petroleum Gas. Und wenn das Light Oil alle ist oder weniger wird, dann wird automatisch auch hier schon gecrackt. Oder eigentlich müsste auch hier schon sowieso gecrackt werden, damit die Dinger hier voll werden. Das heißt also, wir cracken jetzt erstmal mit Wasser und Heavy Oil, cracken wir uns Light Oil. Und mit Light Oil und Wasser cracken wir uns dann Petroleum Gas. Und das Petroleum Gas ist das, was wir natürlich haben wollen, um weiterhin dann Plastik herzustellen. Und das lassen wir jetzt erstmal eine Weile laufen. Wir lassen also immer noch das hier komplett aus, dass wir noch kein neues Crude Oil bekommen. Lassen das erstmal genau so laufen, bis alle Tanks leer sind. Denn Öl ist halt nicht unendlich und wir wollen es nicht verschwenden. Ne, Razor? Ich weiß gar nicht, wovon ich rede. Nein. Nee, was? Nein, gar nicht. Du weißt gar nicht, wovon ich rede. Und ja, deswegen wollen wir das jetzt gerade so ein bisschen machen. Also wir wollen ein bisschen das Light Oil mehr bekommen und dann wollen wir das Light Oil wieder umwandeln in Petroleum Gas. Und das Petroleum Gas wird dann endgültig umgewandelt in Plastik. Und wie ihr seht, dadurch, dass wir so unglaublich viel Plastikproduktion haben, ist es auch kein Problem, dass das alles hier schön läuft. Und wir bekommen nach und nach tatsächlich genug Petroleum Gas anscheinend, um fast alle am Laufen zu halten, wie ihr seht. Also es wird besser. Ich müsste vielleicht noch mal ein paar mehr Chemical Plants hier hinbauen, aber das mache ich kurz auf Camera. Und dann, ja, mache ich jetzt einen kurzen Cut, bis alles hier soweit fertig ist und dann können wir das mal wieder umbauen. So, eine Ewigkeit später haben wir alles soweit umgebaut und eingestellt. Wir haben eine Menge Plastik jetzt im Backlog, nämlich da unten haben wir jetzt noch eine Kiste voller Plastik, das ich hergestellt habe, einfach nur um meine Tanks voll mit Petroleum Gas irgendwie leer zu bekommen. Und wir haben jetzt alles hier auf dem Advanced oder auf der Advanced Einstellung für Öl, also auf der verbesserten Einstellung für Öl, um mehr andere Flüssigkeiten aus unseren Flüssigkeiten hier zu bekommen. Yay. Also wir bekommen
dadurch, dass wir eben Wasser benutzen zusammen mit dem Crude Oil, mehr Petroleum Gas, ein bisschen mehr Light Oil und auch ein bisschen mehr Heavy Oil. Aber hauptsächlich bekommen wir eben einfach nur mehr Petroleum Gas. Und wir brauchen halt das Petroleum Gas, das ist das Wichtigste, was wir von dem ganzen Zeug haben. Alles andere ist ja gar nicht so wichtig, wir brauchen hauptsächlich das Petroleum Gas. Dann habe ich halt ein paar Tanks gebaut, die können wir theoretisch gesehen auch noch beliebig erweitern in diese Richtung. Und hier ist eben die Produktion für Plastik viel zu groß. Aber who the hell cares? Wir haben es ja. So teuer sind Chemical Plants jetzt nicht. Die nächste Sache, die wir dann nochmal herstellen müssten, wäre eben Sulfur, um dann daraus wieder Sulfuric Acid für Batterien zu machen. Das müssen wir dann aber nächste Folge nochmal machen. Das hat zwar Yannick schon so halb aufgebaut, aber ich wollte das nochmal vernünftig haben. Weiterhin hat Razer sich darum gekümmert, dass wir die elektrischen Öfen, die wir jetzt endlich researched haben, tatsächlich mal auch gleich anwenden und dabei ein wunderschönes Eisenschmelzsystem gebaut und ein nicht ganz so schönes Stahlschmelzsystem. Auch da müssen wir wahrscheinlich nochmal ran, denn wir müssen ja natürlich auch noch Kupfer umbauen und da werden wir nochmal einfach generell ein bisschen alles refinen müssen. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ansonsten aber hoffe ich, euch hat diese Folge einigermaßen gefallen. Und ansonsten sind wir jetzt auch schon, naja, gut, kurz davor. Naja, wir schaffen es wohl bald, die Military Science Packs zu backstuffen. Das heißt, dann haben wir auch noch mehr Produktion für die Blauen, weil dann da hinten alles backstufft. Aber naja, also ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, benutzt den ganzen Stuff. Tschüss.